Ich werde mich ein bisschen Richtung Wald begeben, einfach nur ein bisschen zu schnitzeln, damit ich auf dem Weg, sag mal, zum alten Lager, wo ich ganz gerne hin möchte, noch ein bisschen Erfahrung reinkriege. Genau, Scavenger, stirb. Die haben nichts mehr entgegenzusetzen. Ha. Das freut einen doch. Und Wölfe auch nicht. Tschüss, Wolf. Noch Fellen sollte einsammeln. Man will ja nicht in Bedrängnis kommen, dass man später keine Sache mehr hat. Und hinten ist ein Schattenläufer, das freut mich nicht gerade. Weil Schattenläufer sind für mich jetzt noch ziemliche Brocken. Aber die Buffklinge hätte ich ganz gerne noch töten. Die Scavenger. Okay, das habe ich mal übersehen. Den Grafikfehler. Ja! Jubli-dubli-du. Beginnen wir mal zum alten Lager, was ich dort möchte. Ich möchte mir ein paar Runen besorgen. Ich lerne ja die magischen Kreise, ich kann aber trotzdem auch Runen anderer Magier nutzen. Und ich möchte ganz gern zu den Feuermagiern gehen und mir eine Feuersturmrune besorgen. Die müsste ich eigentlich jetzt besorgen können. Inzwischen. Dann gucken wir doch mal. Juppdi-du. Na, müssen immer noch Schutzgeld aufdrücken? Nein? Oh, dachte ich mir. Templer traust dich nicht, ne? Typisch. So, und gucken wir uns aber um. Ja. Ich werde mal gucken. Nein. Und Matt dürfte jetzt eben nicht mehr folgen. Nee. Er mich mit Butalo. Den Streit vergisst du, okay? Mist. Lass! Genau, er möchte sich nicht damit zu tun haben. Weil die haben verprügelt. Ich habe doch einen Weg gemacht. Ich weiß gar nicht, was. Gut, das ist nicht gerade das Spannende, was ich erzähle. Ich weiß, es ist eher ein Botengang. Armes Kerlchen. Das passiert. Irgendwie haben die Magier einen komischen Kontrast zum Restbild. Torres war es, glaube ich, nicht? Naja, ich möchte Schriften über Magie. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Gut, dann schauen wir doch mal. Nee, brauchen wir nicht. Ah ja, die Bücher über die Kreise. Heiltränke hat er hier. Und was hat er da? Feuersturm. Genau das wollte ich haben. Vielen Dank. Oh, ist das teuer. Aber gut, das ist ja. In welcher Grad ist das? Moment, Grad 4. Ach du Kacke. Das passt überhaupt nicht in den Plan. Na egal. Feuersturm will ich auf jeden Fall haben. Also ich will ein paar Feuersturm-Runen mit, Schriftrollen mitnehmen. Ruhig mal mit. So. Weil ich habe vor, mit den Sumpfhainen mal eine Rechnung zu begleichen. Und ich weiß, dass Feuersturm stark genug ist, die abzuputzeln. Ich kann auch den Waffen verkaufen. Ich brauche zum Beispiel auch nicht. Ich habe drei rostige Zweihänder. Zwei von kann ich mal verkaufen. Damit habe ich die Hälfte des Preises schon mal. Und den ganzen Ork-Waffen hier, die brauche ich nicht. Nee, weg. Oh, das bringt ja ganz gut Geld. Weg damit. Ork-Ork-Waffe, Ork-Waffe, Ork-Waffe, auf, 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 weg damit. Mach mal alles weg hier. So. Aufgeräumt hier. Und dann nehme ich mal ein Buch über Kreise mit oder so. Den zweiten habe ich ja bereits. So. Den dritten auch noch mit. Und nehme ich die Bücher alle mit. So. Dann kann ich da auch mal vorlesen. Diese Geschichtsstunde machen. Mal wieder. Und was gebe ich dafür noch drauf? Ein paar Zähne. Noch wieder. So, habe ich bald genug. Nicht? Na gut, mal Felle oben drauf. Wäre das ganz anders gelaufen.
immer ein bisschen zu viel. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Wunderbar. Okay, ich werde jetzt nochmal durchlesen, was die Magier zu den Kreisen sagen, weil es ja ein bisschen interessanter ist. Ich halte mich da lieber raus. Dann gucken wir doch mal. Wir brauchen nicht mehr. Okay, fangen wir beim ersten Kreis an. Wo haben wir ihn denn? Kampfkunst. Denn der Gott habe ich schon gelesen. Ich glaube kaum, dass ich da. Das war ein Kampfkunst nochmal. Achso, das war mit dem, was ich bei. Sechster, fünfter, vierter, dritter, zweiter. Wo ist der erste? Das, was ihr mir nicht nochmal. Lass uns lieber über was anderes reden. Ich habe den ersten gar nicht. Moment mal. Torres. An der Geschichte muss du hast das auch im ersten Grad gar nicht. Klar, dass es Ärger gibt. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. War nicht besonders schlau. Hab ich ihn übersehen? Nö. Hat er den nicht? Na gut, wenn er nicht hat, dann hat er ihn nicht, aber... Dann fange ich wohl beim zweiten an. Den besitze ich ja noch. Zweiter, alle Zauber werden durch eine magische Energie des Anwenders ausgelöst. Der Anwender wird als Magier bezeichnet. Jede Aktivierung eines Zaubers kostet einem Magier einen Teil seiner Kraft und die Kraft wird als Mana bezeichnet. Heilung. Aranos sah, dass die Menschen starben und dass es der Wille Belias war. Und er sprach, stelle ich mich auch nicht gegen den Willen Belias, gebe ich den Menschen jedoch die Macht der Heilung. Dieser Zauber birgt die Macht, den Magier zu heilen. Intensivierungszauber, Mana kosten 10. Interessantes Buch. Mana kosten 10. Na gut, für den Spieler ist interessant. Dritter Kreis. Der Kreis. Manche... Achso, das ist einfach derselbe Text immer wieder. Feuerball. Das zweite Geschenk Innos an die Kinder des Feuers. Der Ball aus Feuer, der sein Opfer verbrennt. Aufladbarer Zauber. Eisblock. Das Opfer wird in einen Eisblock eingefroren. Ein Zauber aus dem Tempel der Wassermagier. Kugelblitz. Eine Kugel, geschaffen aus magischer Energie. Oder anderer Zauber. Vierter Kreis. Die Magie des Teleportation. Aha. Das Besondere an diesen magischen Formeln ist, dass sie, obwohl als Runen geschaffen, von jedem der magischen Energie in sich trägt, gesprochen werden können. Die Magie, die diese Formeln umgibt, kann sofort aktiviert werden. Es gibt keine Einschränkung für Teleportationszauber. Cool. Feuersturm. Ähnlich dem Feuerball wirkt der Zauber auch auf einen Gegner, springt von dort aus jedoch auf weitere Gegner über. Aufladbarer Zauber. Gut. Blitz. Dieser Zauber springt auf mehrere Opfer über. Die Kraft des Blitzes ist schwer zu kontrollieren. So ist der Zauber selbst Opfer, also Magie selbst Opfer werden kann. Das ist nicht nett. Untote vernichten. Die Geschöpfe der Finsternis werden mit diesem Zauber verbannt. Cool. Fünfter Kreis. Feuerregen. Die Macht des göttlichen Feuers trifft jedes Lebewesen im Wirkungsbereich des Magiers. Eiswelle, ein Feld aus magischem Eis, erstreckt sich über alle Gegner und friert diese für kurze Zeitraum ein. Während dieser Zeit sind die Opfer lebensunfähig und erleiden Schaden. Die Zauber des Tempels der Wassermagier. Und der sechste Grad. Todeshauch, der Atem Belias, eine Wolke aus lebensverschlingenden Nichts, das jedes Wesen augenblicklich töten kann. Todesring, nicht vieles überliefert über die Runie mit der Macht von Oriziel. Es ist nur so viel bekannt, als dass sie Belias Mächte in sich birgt. Okay. Was ist Oriziel? Ach ja, was ich am Anfang des Spiels mal angedeutet habe, dass ich nicht finde, dass Belia ein wirklich böser Gott ist. Klar, er ist der Gott des Todes. Und der Nacht. Aber ich habe eher das Gefühl, er ist eher, traurig. Weil er hat sich einen Menschen geschaffen, damit er angebetet wird. Und selbst der hat ihn verraten. Das würde man selbst tun, ne? Wenn man nicht auch sauer und traurig, dass man so allein gelassen wird. Ja, bitte. Hat's ja gut geklärt. Ja, dann wollen wir doch mal... Gut, was habe ich nochmal vor? Ach ja. Das hat von... Ich habe scheinbar auch nicht, Lab-Punkte, um schon... Na, dafür muss ich ein bisschen mehr metzeln. Ich weiß nicht, ob ich genug... Gegner finde. Ansonsten werde ich mich jetzt einfach mal nur durch den Wald schlagen
Und dann wieder zum Sumpflager begeben, damit die Hauptquest noch weitergeht. Ich wollte mal den Weg hier mal gucken, wo der hinführt. Lala, es ist ein Weg. Der wird nicht leicht sein. Er ist weit und führt über einen Hügel. Aha. Gut. Ich will nicht was erfallen. Was haben wir hier denn? Ich meine, ich kann jetzt auch den Wald betreten. Am Anfang sollte man es eher nicht tun, wenn man keine Rüstung hatte. Aber inzwischen habe ich sogar schon eine Templer-Rüstung. In dem Sinne bin ich längst überfällig. Attacke! Blutfliege 1, Blutfliege 2, Blutfliege 3, Blutfliege 4. Was? Verdammt, das ist meine Squad. Du hast mich unterbrochen in meinen...